Mit Kontaktlinsen von Lenz. Am Barren ist noch nachzutragen. Mitja Petrovcek aus Slowenien wurde Fünfter mit 9,487 Punkten. Sie haben also nichts verpasst in der Entscheidung. Es ist dabei geblieben, die beiden Chinesen vorn, Jinjin Zhang und Li Xiaopeng als Zweiter. Dahinter Alexander Schostak aus Weißrussland. Und, das freut uns besonders, Sergei Khakov schafft den vierten Platz, obwohl seine Übung durchaus für Rang 3 gut gewesen wäre. Jetzt allerdings kommen wir zur Siegerehrung der Damen vom Schwebebalken. Ja, liebe Zuschauer, ich denke, wir haben ein wenig Zeit bis zur Medaillenübergabe. Gestern haben wir ein Highlight hier erlebt. Valeri Belenki holte überraschend den Weltmeistertitel am Pauschenpferd. Und ich würde sagen, wo wir schon mal einen fachkundigen Kommentar neben uns sitzen haben, Andreas Aguilar, schauen wir doch noch mal schnell in die Übung rein. Ah ja. Sehen wir die Übung, die ihm auch wirklich sehr gut gelungen ist. Eine sehr schwierige Übung. Sie sehen von fast immer quer zum Pferd hier. Schwierige Einpauschelemente. Zählen Sie mal nach, wie viele Griffe er schon allein jetzt schon auf einer Pausche geturnt hat. Das macht die Schwierigkeit dieser Übung aus. Dazu das Wandern und immer wieder die Übergänge in die Stöckli-Verbindung. Genau. Ist auch eher ein sehr dynamischer Turner. Hat sehr, sehr schmale, dünne Beine und super gestreckte Fußspitzen, Scherelemente. Der Abgang. Das war eine Übung, an der wir insgesamt wirklich nichts auszusetzen haben kann, wenn man nicht meckern kann. Also ich gönne ihm diesen Titel, er ist schon so lange dabei, schon über 10 Jahre im internationalen Wettkampfgeschehen dabei. Und jetzt noch einen Weltmeistertitel in diesem Gerät zu erlangen, das finde ich wirklich toll. Das 2 Tage nach seinem 28. Geburtstag, also ein schöneres Geschenk gibt es kaum. Das freut mich gerade für ihn, denn er ist ja gerade im deutschen Team derjenige, der auch da ein bisschen Stimmung verbreitet. Macht eine Menge Jokes mit den anderen, ist an sich immer gut drauf, wie die anderen sagen. Von seinem Naturell her auch einer der beliebtesten Turner. Also bei den deutschen Herren lief bisher eigentlich alles optimal bei dieser Weltmeisterschaft. Mit den Damen, da sieht es anders aus. Woran hakt's? Das kann man nicht so sagen. Ich würde mal sagen, Kathleen Stark hat mit Sicherheit sehr, sehr gute Chancen gehabt. Und die hat ja auch schon bei Weltmeisterschaften schon bewiesen, dass sie in der Lage ist, vorne ganz weit mitzuturnen. Woran es diesmal gehakt hat, weiß ich nicht. Vielleicht eine Verletzung, die noch dazugekommen ist. Es können wirklich Kleinigkeiten sein. Also Kathleen Stark hat mit Sicherheit die Möglichkeit gehabt, sehr, sehr viel besser abzuschneiden. Und Yvonne Pioch, gut, sie hat ja auch noch die Möglichkeit, auch noch da reinzuwachsen. Aber was kommt danach? Danach, das ist eben das Problem. Wir brauchen eigentlich eine breitere Basis. Wir brauchen ein Team mit mehreren guten Turnerinnen. 2 Einzelturnerinnen reicht uns eigentlich nicht. Aber hier haben wir natürlich auch einen sehr, sehr schweren Stand. Ich glaube, dass es dem Nachwuchs sicherlich nicht so stark zurechnen ist, wie zum Beispiel in Ländern wie Rumänien, die schon seit so, so vielen Jahren so viele Turnerinnen hervorgebracht haben, denen auch Kunstturnen eigentlich so etwas wie ein Nationalsport ist, wenn es bei uns so also langsam mehr oder weniger eigentlich abstirbt.
Genießen Sie noch einmal diese letzten Bilder von Gina Gojian auf internationalem Parkett, die damit eigentlich die lange Tradition der rumänischen Mädchen fortsetzt. Die Erfolge einer Nadia Comăneci zum Beispiel oder Daniela Silivaș oder Ekaterina Eșabu. Das waren alles Frauen, die über Jahre hinweg solche Superleistungen gebracht haben, die zig Medaillen eigentlich schon alleine zusammengebracht haben und die also wirklich also in Kunst und Unglaubliches geleistet haben. Jetzt geht also auch Gina Gojian und die nächste steht schon parat mit Simona Amana. Mit Sicherheit wird sie auch in ihre Fußstapfen treten. Diese Turnerinnen sind meistens sehr lange dabei, sind teilweise auch nur mit 19, teilweise auch mit 20.